Interview und Analyse zum 9. Rennen. Weiter gehen wir dann in der 9. Tagesprüfung, zweite Amateurfahren des Tages, Baltimore Beach. Es ist diesmal eine schwierigere Garnitur, starke Gegner. Aber ja, du hast doch schon erklärt, rechtsrum ist eher seins. Letzte Leistung aber wieder recht ordentlich, sagen wir mal so. Das ist richtig, war ordentlich, hat einen guten Rennverlauf gehabt, hat den Vorteil in dieser Garnitur, dass er ein außergewöhnlich guter Beginner ist und sich die Lage wahrscheinlich aussuchen kann. Wenn er vorbeilässt, kann er sich auch, glaube ich, aussuchen. Es wird wohl Herkules werden, denke ich, laut Papier. Und dann gibt es noch ein sehr, sehr gutes Pferd, Fantastico, der letzt in München gewonnen hat. Und ich habe ihn da gesehen, also da hat er am Start sehr viel liegen gelassen und ist dann aufgerückt und dann in äußeren Spuren vorbeigefahren. Das war beeindruckend, das war für mich schon eine Leistung, die ihn befähigt, hier das Rennen zu gewinnen. Weiß ich jetzt nicht, wie weit es bei so vielen Startern dann außen herum reicht. In München waren da eher weniger und sie haben sich sehr gut aufgeteilt. Wie weit man das vergleichen kann, weiß ich nicht, aber für mich steht fest, also entweder die Fantastico gewinnt oder Herkules gewinnt und danach können auch wir dabei sein. Wir, das ist nämlich die zweite Farbe auch noch mit dabei, Quality Control, wo wir wieder beim Thema wären, Tagesverfassung. Letzte Mal, glaube ich, war die wieder mal nicht so, dass sie gut funktioniert hat. Das ist immer das Fragezeichen eigentlich bei ihr. Wenn alles gut ist, ist auch die Leistung gut. Ja, da hast du recht. Und ich würde sie im derzeitigen Zustand nicht als ganz hundertprozentig bezeichnen, weil auch sie das Problem hat. Letztes Jahr war es ähnlich, also mit dem Umhang auf das Sommerfell und so weiter. Da hat die Stute schon hart zu kämpfen gehabt. Und dieses Jahr ist eigentlich dasselbe und wir werden das jetzt schon schonend abwarten, bis sie von selbst sich in ihre Hochform hineinläuft. Und glaube aber nicht, dass das heute der Fall ist. Ich wäre mit einem anständigen Geld, ähnlich wie Baltimore Beach, schon zufrieden. Diese beiden Pferde haben, wie gesagt, zwischen Platz 3 und Platz 5 von meiner Einschätzung her. 9. Tagesprüfung, da vertraust du auf den 8-fachen Amateur-Staatsmeister Thomas Reuer. Mir ist, glaube ich, aufgefallen, eine Änderung gibt es. Diesmal mit Eisen. Wir haben vorne mal Alu drauf geben müssen, weil der Huf letztes Mal ein bisschen zu stark abgenützt war. Sollte aber keine Rolle spielen. Er ist top drauf. Einen starken Gegner gibt es natürlich schon. Nehme an, du wirst auch die Rennen in München verfolgt haben. Nur aus meiner Sicht, so viel herschenken darf sich der Rupert Schweger gegen die Gegner heute nicht erlauben. Also die Leistung in Tagel finde ich war schon sehr sehenswert, muss man sagen. Also wo der am Start war, das war schon gut. Aber ich glaube, wenn jetzt vorne ein bisschen Tempo drin ist und ja, ein bisschen schneller wie in Tagelfing gefahren wird, dann wird es schwer, mit so einem großen Abstand zu gewinnen. 9. Tagesprüfung mit einer möglichen Sieganwärterin. Das Favorit, glaube ich, wird ein anderer sein. Ich weiß nicht, ob du die Rennen in München verfolgt hast. Fantastico, das war schon eine starke Leistung. Das ist ein sehr gutes Pferd, der Fantastico. Ich habe das immer gesehen alles. Von meiner halte ich sehr viel. Sie hat ein bisschen eine schlechte Startnummer, aber sie hat einen riesen Antritt. Er wird sich eine gute Lage finden und wenn alles optimal passt, ist sie nicht ganz unmöglich, glaube ich. Ja, und du hast einen, Offensivfahrer engagiert, ja. Matthias. Der ist ja gern einer, der vorwärts fährt. Genau, ja. Das richtige Pferd, die Fortuna eigentlich für ihn. Das muss er jetzt gar nicht, weil es ist jetzt gar nicht so wichtig, ob die gleich gewinnt oder nicht. Sie soll wieder so laufen, dass er das Rennen gut tut. Aufs nächste wieder, weil sie hat heuer noch ein paar bessere Aufgaben. Und ich sage, wenn sie gute Position hat, wird sie im Endkampf eine der schnellsten sein. Und Oma, jetzt sind Dritter, natürlich ist es schöner, wenn sie gewinnt. Aber wenn sie zum Schluss wieder ganz stark ist, das war sie letztes Mal auch, da war ich Dritter und war sehr zufrieden. Da ist gegangen die letzten 500 Meter 12 von hinten. Das ist in Ordnung.